Kürbislaternen, finstere Dämonen, Vampire, Geister, Zombies und blanker Horror. Ja, ja, meine Lieben, in wenigen Tagen ist es wieder soweit. Brace yourself, and this is Halloween. Hallo Wahnsinnige und herzlich willkommen im Irrenhaus. Heute reden wir also über die düster gespenstige Nacht von Halloween. Fälschlicherweise glauben viele, dass Halloween seinen Ursprung in Amerika hat. Und ich dachte mir, damit müsste man mal aufräumen. Wie man sieht, konnte ich selber nicht widerstehen, mich ein wenig in Schale zu werfen. Reden wir also über die wundervolle Nacht vor Allerheiligen. Erstmal zu dem Namen. Der Name Halloween ist eigentlich eine abgewandelte Form von All Hallows Eve. Was bedeutet der Tag vor Allerheiligen? Und Halloween wird, wie ihr wisst, traditionell in der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. gefeiert. Klar, sonst macht der Name ja auch keinen Sinn mehr. Das Brauchtum war hauptsächlich im katholischen Irland verbreitet. Irische Einwanderer in den USA pflegten diese Bräuche weiterhin und bauten sie etwas aus. River, vergiss aber in keinem Fall, dass in der volkskundlichen Literatur der irischen Renaissance nach 1830 Zusammenhänge zwischen den Halloween-Bräuchen und den heidnischen Traditionen angenommen werden. Das Samhain-Fest ist dafür ein gutes Beispiel. Ja, danke. Ich bin Akademiker. Wie schön für dich. Tatsächlich geht Halloween auf das keltische Samhain-Fest zurück, welches schon im 5. Jahrhundert vor Christus gefeiert wurde. Samhain war das keltische Neujahresfest, welches am 31.10. gefeiert wurde. Die Kelten glaubten, dass sich an diesem Abend die Welt der Lebenden und der Toten miteinander vermischen. Durch diesen Umstand konnten die Toten Besitz von den Seelen der Lebenden ergreifen, was ihre einzige Chance war auf ein Leben nach dem Tod. Das ist unter anderem der Grund, dass sich die Leute in dieser Nacht verkleiden. Um von den Toten nicht erkannt zu werden, tragen sie Masken und laufen laut johlend durch die Straßen, um die Geister und Dämonen zu vertreiben. Ja, ich weiß. Die Römer schließlich haben die Praktiken der Kelten angenommen und sie ihren eigenen religiösen Vorstellungen angepasst. Sie integrierten Samhain in andere römische Traditionen. Ein Beispiel hierfür ist das Fest zu Ehren von Pomona, der Göttin der Früchte und der Bäume. Die irischen Einwanderer brachten dann, wie bereits erwähnt, in den 1840ern ihre Bräuche mit in die USA, wo sie seitdem sehr ausgelassen gefeiert werden. Das bekannte Trick-or-Treat, das Betteln nach Süßwaren, hat jedoch einen ganz anderen Ursprung. Am 2. November gingen europäische Christen etwa um das 9. Jahrhundert von Dorf zu Dorf, um Seelenkuchen zu erbitten. Dies war ein quadratisches Gebäck mit Johannisbeeren. Je mehr die Bittenden erhielten, desto höher das Seelenheil der Verstorbenen. Besser. Ja, ich bin manchmal schon ein böses, böses Mädchen. Auch die allseits beliebte Kürbislaterne hat ihren Ursprung wieder woanders. Und zwar in einer irischen Erzählung, bekannt als Jack O'Lantern. Diese Erzählung berichtet von einem Mann namens Jack, einem sehr trickreichen, aber oft auch sehr betrunkenen Mann, der Satan dazu gebracht hat, auf einen Baum zu steigen. Und Jack war gewieft. Er nahm ein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Baumrinde, sodass der Teufel nicht mehr von dem Baum herabsteigen konnte. Und dann vereinbarte er einen Handel mit ihm. Er würde ihn wieder von dem Baum herunterlassen, wenn er nie wieder Angst vor dem Teufel haben müsste. Als Jack einige Jahre später starb, wurde ihm dann unglücklicherweise der Eintritt in den Himmel verwehrt, weil er sich mit dem Teufel eingelassen hatte. Der immer noch verärgerte Teufel wollte ihn aber auch nicht in die Hölle lassen und gab ihm stattdessen eine ausgekühlte Mühle. In diese legte er etwas glühende Kohle, damit Jack seinen Weg durch diese dunkle Welt finden würde. Tja, so ein Mist aber auch. In Erinnerung an diese Geschichten hüllten die Iren jedes Jahr Rüben aus und stellten ein Licht hinein. Da es in den USA allerdings mehr Kürbisse als Rüben gab, hat sich das eben ein wenig verändert. Im Endeffekt kann man also sagen,
Halloween ist eine Zusammensetzung aus mehreren verschiedenen Festen. Es ranken sich viele Geschichten um diesen Tag. Und die Faszination des Menschen für Halloween kennt scheinbar keine Grenzen. So gibt es Bücher und Filme zuhauf. Und auch in der Musik ist diese Thematik häufiger zu finden als erwartet. Es ist nicht zu leugnen, dass der Mensch schon immer einen Hang zu den Dingen hatten, die ihn eigentlich ängstigen. Sie ziehen einen magisch an. Und das ist auch gut so. Denn ohne diese kleinen Ängste wäre unser Leben doch tödlich langweilig. Ich für meinen Teil liebe Halloween über alles. Ich möchte gerne von euch wissen, feiert ihr Halloween und wenn ja, seit wann und warum? Was liebt ihr an Halloween? Und als was verkleidet ihr euch dieses Jahr? Ich hoffe, euch hat mein kleines Halloween-Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen teuflischen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann halt einen langweiligen Daumen nach unten oder gar nichts. Das war's für mich, meine lieben Wahnsinnigen. Ich wünsche euch ein gruseliges Fest. Und denkt dran, immer schön wahnsinnig bleiben.